Ja moinsen, meine Bruts, und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 3. Im letzten Part haben wir den guten alten Tomjan angefreundet, endlich. Und wir haben die Komas Name-Quest auch abgeschlossen. Und das war auch eine ziemlich coole Quest. Und da hat sich doch glatt der ganze Aufwand innerhalb der Quest gelohnt. Wir mussten nämlich sau viel an Drehorten raussuchen und das Finale hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum ich hier in den Lenzhausener Büroturm reingehe, hat einen ganz bestimmten Grund. Wir wollen nämlich in den 13. Stock kommen, beziehungsweise in den 12. Stock, denn dort befindet sich der nächste Yokai auf unserer Liste. Denn im letzten Part haben wir auch angefangen mit der Suche nach Yokai für Komasura. Schnuckiputz wollten wir eigentlich anfreunden, es gab nur ein Problem. Wir haben das Zepter der Liebe für Schnuckiputz nicht gefunden. Wir haben zwar Knuffiwuffi, glaube ich, angefreundet, aber wir brauchen halt das Zepter der Liebe, um Schnuckiputz zu bekommen. Knuffiwuffi plus Zepter der Liebe gleich Schnuckiputz. Und das Problem ist halt, wir bekommen das Zepter der Liebe wohl nur durch die Lotterie oder durch den Buschbazar, nur ich habe das Zepter der Liebe im Buschbazar nicht gesehen. Entweder war ich blind, wir gucken gleich nochmal nach, oder ich bin einfach nur inkompetent. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich mit dem nächsten Yokai weitermachen, und zwar mit Pudel. Und Pudel kann man bekommen, wenn man hier im Büroturm in den 12. Stock geht. Und falls das hier gerade so ein bisschen redundant und wie abgelesen klingt, ich habe diesen Part schon mal versucht aufzunehmen. Und da ist mir aufgefallen, hey, es gibt hier eine Tür. Und hier gibt es komischerweise auch eine Tür. Und die gab es in Yo-Kai Watch 1 und 2 nicht. So kommen wir nämlich hier in den Ostteil des Treppenhauses, zu den Osttreppen. Nur wir kommen hier nicht durch, wie ihr sehen könnt. Na, wir kommen hier nicht durch. Und ich weiß auch nicht ganz genau, was da oben ist. Also ihr seht ja, dass hier oben irgendwie es auch nicht weitergeht. Aber trotzdem schaffen wir es hier nicht hoch an den vorbei, weil die halt eben den Weg versperren. Was machen wir jetzt? Ich habe mich auf dem Discord von mir ein bisschen erkundigt, habe gefragt und da haben mir einige gesagt, hey, damit du da hochgehen kannst in den 12. Stock, um Pudel anzufreunden, musst du die Hinofator-Quest genommen haben. Das werden wir heute tun. Bedeutet, wir werden jetzt von Nathan zu Erika switchen und Zündung, meine Brüder. Aber vorher will ich dann aber mal ganz kurz, ne, Real Rap. Ich will vorher nochmal ganz kurz im Buschbazar nachgucken, ob da wirklich das Item meiner Träume ist. Der Liebeszepter. Das Liebeszepter. Das Zepter der Liebe. Ich will schauen, ob es das dort wirklich gibt. Vielleicht war ich blind. Vielleicht. Ne, und da mir das auf dem Discord erzählt worden ist, hey Kai, du kannst das Zepter der Liebe sowohl im Buschbazar bekommen, als auch bei der Lotterie. Gucken wir mal kurz. Wie gesagt, vielleicht habe ich ja das Zepter der Liebe übersehen. Aber wie ihr sehen könnt, kein Zepter der Liebe. Nö. Nichts. Vielleicht hier. Kann das sein, dass das Zepter der Liebe hier ist? Auch hier nichts. Kann vielleicht sein, dass das Angebot hier täglich switcht, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Vielleicht kann man das bei ihr bekommen. Nur hier kannst du dir nur diese ganzen Sirupe kaufen. Von denen wir uns auch mal ein paar ehrenlos gönnen werden, wenn wir schon mal dabei sind. Mhm. Aber ihr seht, Zepter der Liebe ist hier irgendwie nicht kaufbar. Oder nicht eintauschbar. Bedeutet für uns Lotterie. Und ich bin gerade wirklich hin und her gerissen, was ich zuerst machen möchte. Möchte ich jetzt zuerst Schnuckiputz bekommen? Oder möchte ich mich zuerst der großen Hinofator-Quest widmen? Wir haben folgendes Ding. Ich dachte erstmal, dass das Angebot bei der Lotterie in Blütenbühl, beim Tante-Emma-Laden, täglich switcht, was Realtime angeht. Also quasi Echtzeit und nicht Spielzeit, aber scheinbar sieht es so aus. Jedenfalls habe ich das so aus meinem Discord gehört, als könnte man
schlafen gehen und das Angebot des Sortimentes innerhalb der Lotterie würde sich dann täglich switchen. Also wenn man schlafen geht in-game, switcht sich das Angebot der Lotterie von selbst. Und man muss nicht einen Real-Life-Tag warten. Von daher gucken wir mal kurz bei den Preisen rein. Schauen uns die Preise an. Es gibt zwar hier diesen Anzug und auch den brauchen wir, aber ansonsten ist es die gleiche Staffelung wie auch schon im letzten Part, obwohl ich geschlafen habe, oder? Kann das sein? Nur seht ihr halt hier, dass die meisten Sachen schon weggehen, ne? Sehr komisch. Ja, keine Ahnung, was machen wir denn jetzt? Wir speichern mal ganz kurz ab. Und ich weiß auch nicht, wie das Lotteriesystem funktioniert. Ich weiß halt nur, dass wir irgendwie diesen Anzug brauchen. Der ist wohl auch für die Hinnofata-Quest sehr wichtig, deswegen machen wir gerade ein bisschen Vorarbeit. Also lasst uns an der Lotterie teilnehmen, meine lieben Brüder. Wir ziehen mal eine Runde. Und wie funzt das denn jetzt? Wähle ein Dreieck. Ja, welches ist denn relevant? Wir wählen mal das aus. 28. Wieso jetzt 28? Ich habe doch das andere gezogen. Warum wird jetzt das mittlere? Ich check's nicht. Na, wir haben ja ein paar. Ja, dankeschön. Wir haben ja ein paar Lotterielose. Und wenn nicht, dann werde ich einmal das Spiel beenden und neu starten, weil da muss ich hier nichts verschwenden. Ach so, nee, das Ding ist, wir haben zwar gerade eben das Dreieck gezogen, aber das, was gerade hier aufploppt, ist das Dreieck, das wir gezogen haben und nicht ein anderes. Es sah kurz so aus, als wäre es ein anderes Dreieck, das wir gezogen haben oder das für uns gezogen worden ist. Ja, ist zwar alles ganz cool, ne, aber ich meine, ich möchte diesen Anzug haben, diesen Sandanzug, wie er sich nennt. Der letzte Dreieckspreis, aber ich weiß halt nicht, wie ich den bekomme. Wisst ihr was, wir starten kurz das Spiel neu, weil es scheint ja auch so zu sein, dass irgendwie je öfter man schlafen geht, desto mehr Preise gehen weg oder so. Deswegen werde ich kurz das Spiel neu starten und nochmal schlafen gehen und dann nochmal wiederkommen. Oh, uff. Ist zwar alles gerade sehr verwirrend, was ich hier mache, aber müsst halt wissen, so bekomme ich das von den Abonnenten erklärt und so will ich das hier auch jetzt alles hier durchziehen. Ja. Wir gucken ganz kurz auch mal hier nach. Ich habe kurz einen Screenshot gemacht, damit ich gucken kann, ob sich nach einem Tag Schlafen wirklich hier was ändert. Sollte es der Fall sein, können wir ja so lange schlafen gehen, bis quasi das Gewinn-Segment in der Lotterie sich so oft verkleinert, dass wir am Ende auch nur noch diesen Anzug bekommen können. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie... Es ist natürlich irgendwo Glück, aber ich frage mich halt, ob, wenn ich jetzt quasi mich in der Lotterie für quasi ein rechtes Dreieck entscheide und dran ziehe und dann irgendwie Platz 10 bekomme und ich das Spiel neu starte und nochmal dahin gehe und ein anderes Dreieck ziehe, ob ich dann trotzdem nochmal den gleichen Preis bekomme? Also ob das quasi festgeschrieben ist oder ob das zufallsbasiert ist? Ich habe hiervon wirklich keine Ahnung. Das ist das erste Mal, dass ich so richtig an dieser Lotterie teilnehme. Ich habe in Yo-Kai Watch 1 und 2 so gut wie gar nicht an der... Ich habe, glaube ich, nie an der Lotterie teilgenommen. Also wenn überhaupt zwei Mal oder so. Und wie ihr hier sehen könnt, die Preise verringern sich immer mehr. Also, wir machen folgendermaßen. Wir speichern jetzt ab, gehen nochmal schlafen, kommen nochmal wieder. Und das machen wir jetzt so lange, bis so wenig Preise übrig sind, dass wir quasi diesen Sandanzug nur noch bekommen können. Hoffen wir, dass es klappt.
Das ist gerade ein Tutorial, ja, ein Tutorial, wie ihr in Yo-Kai Watch 3 mit dem Lotterie-Gedöns rasiert. Leckerer Poster. Also, wie schaut's aus? Hoffen wir, dass der Sandanzug nicht weg ist. Wenn er weg ist, werden wir das Spiel neu starten und unsere gesamten Lotterielose ins Spiel reinbuttern. Ich habe gerade mal 19 Stück. Das ist nicht viel. Sollte aber jetzt eigentlich, sollte der Sandanzug noch nicht weg sein, ausreichen. Hoffen wir es. Komm schon. Bitte sei noch nicht weg. Jetzt ist das Zepter der Liebe als Dreieckspreis, als quasi letzter Preis. Okay, wir machen es folgendermaßen. Wir starten das Spiel neu und werden unsere gesamten Lotterielose reinbuttern. Und das so lange, bis wir diesen Sandanzug haben. Denn wie gesagt, der ist wichtig. Wir werden heute in diesem Part hoffentlich noch die wunderschöne Hinufato-Quest annehmen. Bedeutet wie gesagt, dass wir zu Erika switchen müssen, weil nur sie kann diese Quest annehmen und diese Quest ist in der Detail. Vielleicht habe ich das falsch gehört oder so. Aber ich meine, gehört zu haben, dass diese Quest, jedenfalls, ne, ich hören sagen, dass diese Quest nur machbar ist, wenn man in T-Blasts weit genug gekommen ist, aber einige meinten, nee, das ist nicht so. So, wir zählen kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, also 16 Preise kann man noch abräumen. Und wir haben 19... Lotterielose. Also muss es ja eigentlich jetzt... Es muss jetzt eigentlich klappen. 11. Das Zikanenschwert für Vinzicano. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt quasi den Rest mir gönne und... andere Ziehungen von zum Beispiel jetzt anderen Teilnehmern gar nicht mitgezählt werden, oder? Wie ist das? Kann ich auch direkt den letzten Dreieckspreis kriegen oder ist das wirklich nur für den bestimmt? Der wirklich den letzten Preis zieht. Ja, wir müssen es jetzt so lange machen, bis wir dieses Teil bekommen, ne? Schreibt mir auch gerne so ein paar Möglichkeiten in die Kommentare, wie man am besten Lotterielose farmen kann, weil ich habe das Gefühl, man bekommt die halt meistens nur durch irgendwelche Truhen oder so. Lila Truhen zum Beispiel. Ist jetzt alles nicht so spannend, aber wie gesagt, für mich ist es gerade das erste Mal, dass ich so richtig an dieser Lotterie teilnehme. Das habe ich, wie gesagt, in Yo-Kai Watch 1 und 2 so gut wie nie gemacht. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich jemals hier daran teilgenommen habe. Höchstens einmal hab mal was reingeworfen und dachte mir so, okay, habe ich ein Item bekommen. Okay, cool. Aber liege ich damit richtig, dass der profitiert, der die meisten Lotteriescheine hat? Weil im Endeffekt, wenn du quasi 50 Lotterielose hast und du hast hier dieses komplette Segment... Sag mal, du hast 46 Lotterielose und du hast gerade erst frisch angefangen. Musst du ja auch eigentlich die Lotterie komplett alleine rasieren, wenn die gerade erst gestartet ist. Liege ich damit richtig? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich mache das hier gerade zum ersten Mal. Na, das ist gerade so meine Einschätzung. Wie viele Lotterielose haben wir denn überhaupt noch? Weiß ich nicht. Ja, moin, was graben wir denn da? Schlappohren. Ja, ist halt auch für uns wichtig, weil... Ja, ist halt eine wichtige Sache. Neues... Bauen-Ninjan-Outfit. So, was fehlt denn jetzt noch hier? 1, 2, 3. Ja gut, da habe ich nicht zählen. Auch nicht schlecht. Wie gesagt, wir haben jetzt noch 10 Lotteriescheine. Und es sind noch so viele Preise zu vergeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also, wir sollten im Endeffekt mit den letzten Lotteriescheinen, die wir haben, auskommen.
Hoffentlich. Und ich will jetzt nicht abspeichern. Was ist, wenn ich jetzt gleich ein falsches Dreieck nehme? Beim allerletzten Mal. Also ich habe halt, wie gesagt, keine Ahnung davon. Ich habe keinen Plan. Wobei, ich glaube, die Anzahl der Dreiecke im Hintergrund verringert sich auch, ne? Wir müssen das gleich mal durchzählen. Vielleicht sind ja auch hier bei diesem Touchscreen so viele Lotteriescheine, ja, wie halt eben noch zu holen sind. Also jetzt gerade nur noch 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Okay. Ja, gut. Boah, ist das ein Schrott. Also, ganz ehrlich, man hätte auch so, es so machen können, dass ich schlafen gehe und die Lotterie geht noch weiter. Und nicht, dass dann irgendwie die Lotterie schon aufgelöst wird oder so, ne? 50 Euro auf Nacken bekommen. Das schmeckt. Mhm. Ja, die gute alte Dreieckslotterie, oder wie ich gern dazu sage, die Dreckslotterie. Yeah. Ja. Mois. So, die letzten zwei Dreiecke. Oh, was werden wir wohl bekommen? Oh mein Gott, wir haben einen Hauptgewinn gezogen. Der getragene Kometenarm reift der Oma, die ihn schon 50 Jahre irgendwie hinten im Schrank liegen hat. Sich denkt, ja, was mache ich denn damit? Oh, ihr habt den Hauptpreis gezogen. Oh, hohoho. Ja, danke schön dafür. So, wie ist das jetzt? Wie ist das jetzt? Bekomme ich jetzt diesen Anzug? Oder wie? Ja. Ja. Der letzte Dreieckspreis geht an meinen Nacken. Der Sandanzug. Ja, moin. So, was haben wir jetzt hier zu gewinnen? Wahrscheinlich Zepter der Liebe, ne? Nee, diese Elektrokugel. Okay. Alles klar. Ich werde dann irgendwie gucken, dass ich diese Lotterie lose farme. Ja, und dann... werde ich mir Zepter der Liebe gönnen. On part, mit euch. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal wieder ein paar neue farmen, weil ich habe gerade meine kompletten rausgeschmissen. Ja, meine kompletten Lotterielose. Ich habe nur noch 2 oder 3 übrig. Gut, wir sind ein Nerd-Deck. Das passt doch wie Arsch auf Eimer, möchte man sagen. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass die Hinofator-Quest da ist. Oh, die Detektei bitte. Lenzhausen zeigen. Oh nein, bitte nicht. Der heilige Ufdini. Ich glaube nicht, dass diese Quests... So, wo sind diese Mysteriumsaufgabe überhaupt hin? Bruder. Ich muss ganz kurz fragen, wie diese Hinofator-Quest heißt, weil ich weiß nicht, ob die gerade aufgeführt ist. Wie heißt die Hinofator-Quest in der Dedektei? Also an sich würde ich ja sagen, es ist die Quest, die sich mit Deadpool beschäftigt. Eigentlich. Aber irgendwie... Ich habe das Gefühl, ich hatte letztens mehr Quests gehabt. Die sind gar nicht mehr da. Warum denn nicht? Ich hatte da letztens noch so viele Mysteriumsaufgaben gehabt. Oder habe ich die alle abgeschlossen? Weil es muss ja an sich eine dieser Quests sein. Im Prinzip. Und Uni Piratenkönig, ich kann mich an diese Quest gar nicht daran erinnern, dass sie hier war. Und ich würde diese Hinofator-Quest gerne starten. Und ich glaube, wenn es eine Hinofator-Quest ist, wird auch Hinofator auf diesem Thumbnail sein. Aber irgendwie... davon jetzt gerade nichts zu sehen. Bist du der Aufgabe gewachsen? Mit Stati-Kit als Bild. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ich danke euch für die Hilfe, ja? Bist du der Aufgabe gewachsen? Level 80. Ein Yokai hat unsere Hilfe bei einem Forschungsgespräch erbeten. Ah, er ist ganz oben im Lenzhausener Büroturm. Ja, moin. Hätte man auch drauf kommen können. Ey. Dumme Sau, ey. Wie kann man nur so blöd sein? Mhm. Du willst, dass wir dich zu einem Bewerbungsgespräch begleiten?
Was zum Himmel ist denn ein Bewerbungsgespräch? Das ist sowas wie ein Test, den man macht, bevor man irgendwo arbeitet. Normalerweise trifft man Mitarbeiter der Firma, die einem Fragen stellen. Ich habe einfach nicht genug Mut, um alleine hinzugehen. Ach, deswegen war Statikit auch vor dem Büroturm, oder was? Wirklich gut verkaufst du dich ja jetzt schon nicht. Ja, ich weiß. Das packst du schon. Überlass das nur uns. Wir werden dich so gut unterstützen, wie wir nur können. Dankeschön. Ich fühle mich schon besser. Also, treffen wir uns dann nachts im Lenzhausener Büroturm. Na klar, wir werden da sein. Gut. Bedeutet aber, wir müssen schlafen gehen dafür. Also, let's go. Haus der Denekis, wir gehen kurz knacken. Also, moin. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir den Part beenden werden. Lol, was? Hä? Der Vater von Erika? Hat das was mit der Quest zu tun oder nicht? Oder ist es gerade Zufall? Ich bin wieder da! Kann das sein? Der Vater von Erika. Du bist aber früh zurück. Papa? Bist du wirklich wieder da? Ich hatte einfach plötzlich das Bedürfnis. Papa! Er hatte plötzlich das Bedürfnis, zurückzukommen. Was zum Himmel? Ah, Winsor. Ich will nach Hause. Lol. Hey, Doktor. Sieht aus, als hätte dieses Kind auch seinen Papa vermisst. Das ist das Mindeste, was ich tun konnte. Lass uns nach Hause gehen. Erika, dein Papa ist endlich wieder zu Hause. Ich habe das Gefühl, dass man dafür diverse Quests abschließen musste. Und was? Zum Teufel. Ich bin für kurze Zeit wieder hier. Möchtest du am Wochenende irgendwo hin? Übrigens hat mir Jonas so einiges erzählt. Er findet, dass du reifer geworden bist. Ich bin stolz auf dich, Erika. Wow, dass uns ein kleiner Knirps nachsagen muss, wir sind reifer geworden. Nicht schlecht. Hurra, endlich ist Papa wieder zu Hause. Lass uns fangen spielen. Willst du mitmachen, Schwesterherz? Lass mal stecken. Oh, was treibst du in letzter Zeit so? Wie wäre es, wenn wir heute etwas Besonderes zu Mittag essen? Oioioi. Ja, ab in die Küche mit dir. Diese Musik mit dieser Chorbegleitung. Dieses oh! Ach, Bruder. Na gut, wir werden jetzt den Part beenden mit diesem komischen Moment, welcher zum Teil auch magisch war, aber okay, alles klar. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid... Nein! Und ihr wollt mehr von mir sehen, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. So Nathan Porten, wie sehe ich denn aus? Hauen Sie rein und bye. Mhm.